So, in einer Woche Mathe-Klausur sollte ich langsam mal anfangen zu lernen. Oder ich warte noch ein paar Tage. Weißt du, ich setze mich einfach neben Tim. Dann passt das schon. Lisa lässt dann immer nicht abschreiben. So, jetzt fange ich aber wirklich alles klar, neue Staffel Squid Game. Ich glaube, ich brauche einfach Druck, um zu lernen. Das ist jetzt gerade die Ruhe vor dem Sturm, weißt du? Ich sammle meine Kräfte und dann geht's richtig ab. Ja. Aber jetzt gucke ich noch ein bisschen Netflix. Na, wollen wir vielleicht zusammen lernen? Oder wir können auch ins Schwimmbad. Ich verstehe das einfach alles nicht. Wie findet man einen reichen Mann? Wie wird man schnell reich ohne Abschluss? Für welche Berufe braucht man keinen Schulabschluss? Was machst du denn da? Ich google nur ein paar Sachen. Für die Klausur. Weißt du, Pausen sind wichtig. Also mir kommt es irgendwie vor, als würdest du nur Pause machen. Also diese Negativität, die steht dir nicht. Solltest du ablegen. Ich glaube, ich hole mir noch mal was zu trinken. Ich glaube, ich habe Hunger. Ich glaube, ich gucke auch noch mal ganz kurz, was bei Instagram geht. Oh, hoppla, schon wieder 2 Stunden rum. Mensch, und jetzt ist ja auch fast schon wieder Abendbrotzeit. Da mache ich mich jetzt lieber mal ganz schnell ran. So. Und in der Position kann man gut lernen. Och, du denkst einfach noch in total veralteten Mustern, weißt du? Es gibt keine Regeln. Ich kann mich bestens konzentrieren. Was machst du denn da? Ich schreibe mir einen Spicker. Also, ich glaube nicht, dass ich ihn brauche. Aber für den Fall, weißt du, ja, ist es besser. Weißt du, ich sehe es auch irgendwie nicht ein, mir von der Schule vorschreiben zu lassen, was ich mir in meiner Freizeit tue. Also bitte, als ob ich a² plus b² gleich c² jemals wieder brauche. Hm? Ich denke nicht. Warte mal. Was? Das kommt auch alles dran? Okay, langsam wird's ein bisschen eng. Merkwürdig. Ich habe wirklich nie Lust aufzuräumen, aber genau jetzt überkommt mich das Bedürfnis, genau das zu tun. Ich träume von dem Kram. Das kann nicht gesund sein. Und? Was hast du heute geschafft? Ich habe meinen Namen auf dieses Blatt geschrieben. Und das Datum. Ja. Bist du etwa schon wieder auf TikTok? Ja, aber es gibt auch Lernvideos auf TikTok. Und du meinst, das bringt was? Nichts, alles gut. Ich habe nur eine kleine Krise. Aber wird schon. Ich verstehe es einfach nicht. Und es juckt mich auch einfach nicht. Hey, da bin ich. Dann wollen wir mal anfangen mit unserer Lerngruppe. Oder wollen wir zu McDonald's? Was passiert eigentlich, wenn man eine 6 in der Klausur schreibt? Also bleibt man dann sitzen oder so? Ich frage meine Freundin. So, also ich habe jetzt die Möglichkeit zu lernen oder mit meinen Freunden shoppen zu gehen. Ich denke, ich muss jetzt nicht erklären, wofür ich mich entschieden habe. Ja, es ist so. Hey Leute, wenn wir morgen alle nicht zur Klausur kommen, dann muss sie verschoben werden. Was sagt ihr? Keine Antwort bisher. Kommt noch. Was machst du da um die Uhrzeit? Ich lerne. Willst du morgen für die Klausur nicht lieber ausgeschlafen werden? Oh, lass mich jetzt einfach in Ruhe, okay? Ich muss das jetzt hier wirklich machen. Oh Gott. Bitte, bitte, liebes Universum, lass Herrn Fritz morgen krank sein. Bitte. Und alle möglichen Vertretungslehrer auch. Ich kann diese Klausur nicht schreiben. Bitte. Oh, nächstes Mal fange ich wirklich früher an zu lernen.